Einen wunderschönen guten Tag hier zum Webinar Praxis mit Optionen. Das Ganze wie immer zur US-Börseneröffnung. Ja, dadurch, dass es ja die Zeitverschiebung aktuell gibt, ist das Webinar heute hervorverlegt worden, sage ich mal. Ich hoffe, meine spontane E-Mail hat noch den ein oder anderen erreicht, dass wir auch noch aktiv das Ganze machen können, dann um 14.30 Uhr. Das Ganze wie immer zusammen mit Thorsten Eberhardt von Options for Winners, ja, absoluter Optionsspezialist, Optionshändler und von daher auf jeden Fall mit dem richtigen Mann hier heute. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat zum Webinar begrüßen. Bevor ich jetzt gleich den Bildschirm an den Thorsten übergebe, einmal wie immer, Sie kennen es alle, den Risikohinweis, denn egal um welche Produkte es geht, das Ganze ist natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken gedacht. Ja, bitte verstehen Sie nichts davon, was der Thorsten gleich erklärt, handelt, analysiert. Vollkommen egal, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, schlussendlich müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig vorweg von uns immer zu sagen. Und von daher würde ich sagen, mit kleinen Startschwierigkeiten, kleiner Verspätung, aber trotzdem, Thorsten, ich gebe dir jetzt einmal den Bildschirm. So. Dann kannst du jetzt loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Wenn irgendwas sein sollte, ich bin da. Super, vielen Dank, Flo. Gut, dann will ich jetzt auch mal hier teilen, meinen Bildschirm übertragen. Ich sage dir auch, ob der richtige ist. So. Das sieht nach TWS aus. Chartanalyse TWS. Genau, wir sind hier in der TWS, das ist ja die Handelsplattform, auf die wir uns als Optionshändler auch stürzen. Und hier ist ein eigenes Fenster erstellt worden und das wollte ich mal ganz kurz hier aufzeigen, weil das halt wirklich interessant ist für uns in erster Linie. Warum? Weil wir hier auch die implizite Volatilität mit angezeigt bekommen und die implizite Volatilität ist ja sozusagen der heilige Gral des Optionshändlers. Und wir als Optionsverkäufer, also wenn wir jetzt mehrheitlich Stillhaltergeschäfte machen, profitieren von hohen Volatilitäten und natürlich von dem Rückgang der Volatilitäten. Was wir jetzt definitiv hier haben, sind Kandidaten, die erst kürzlich ihre Earnings hatten. Wir sind jetzt wieder komplett in der Earnings-Saison und da war ja die ein oder andere Überraschung mal wieder dabei. Anfang der Woche waren es zwar mehrheitlich gute Meldungen, aber der ein oder andere hat es ja auch mitbekommen und da zeige ich jetzt auch mal einen anderen Bildschirm, wie sich diese Big Player im Tech-Bereich entwickelt haben und da kann man natürlich ganz schön erkennen, Amazon hat stolze 20% einbüßen müssen. Das ist natürlich wirklich viel. Meta Platforms ist auch mal wieder ganz oben dabei mit 30% Rückgang, Google moderate 8%, also verhältnismäßig wenig. Und deshalb kann man sich natürlich überlegen, ob man sich auf den einen oder anderen Kandidat vielleicht auch stürzt, ja, und das natürlich nutzt, weil wir wissen ja eins, wenn der Kurs sich zurückentwickelt, erhöht sich die Volatilität. Bei Aktienmärkten ist es ja im Allgemeinen der Fall. Und wenn wir uns das jetzt hier nochmal angucken in der TWS und wir gucken uns hier Amazon an, da sehen wir auch schon, hier war Amazon wirklich ziemlich weit oben, was die Volatilität angeht. Da werden wir wahrscheinlich auch mit die höchste Volatilität innerhalb des Jahres gehabt haben, aber die hat sich jetzt hier schon ordentlich wieder zurückentwickelt und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist die Volatilität hoch oder niedrig und das kann man hier auch sehen. Wir haben ja auf der einen Seite die Spalte für die implizite Volatilität, die isoliert uns relativ wenig aussagt, weil wir jetzt nicht wissen, ist diese Volatilität für diese Aktie jetzt hoch oder niedrig. Und deshalb bildet man beispielsweise einen Index, das kann man hier mit dem IV Percentile schön sehen. Und dieser sagt jetzt beispielsweise hier bei Apple aus, dass in den letzten 52 Wochen die implizite Volatilität zu 67% niedriger war als die jetzige. Heißt, die implizite Volatilität ist ja jetzt sozusagen überdurchschnittlich hoch,
aber in Anführungszeichen nicht wirklich hoch. Und wenn ich das jetzt mal sortiere, das heißt, ich will mir jetzt mal die Kandidaten rauspicken, die jetzt eine außergewöhnlich hohe Volatilität haben, und da suche ich mir beispielsweise gerne Werte raus mit einer IVP 90% und mehr, finden wir jetzt in dem Fall nicht. Aber wir finden jetzt hier eine, ist ja auch bekannt, VZ ist Verizon, die haben jetzt stolze 89%, aber, und das ist jetzt natürlich schön, dass wir auf der einen Seite eine recht hohe Volatilität haben, wir sehen auch schon, die Volatilität ist zurückgegangen, nichtsdestotrotz ist natürlich die implizite Volatilität, also die aktuelle Volatilität, nicht wirklich hoch. Also 24,8%. Ich sage immer so, alles, was so um die 20% ist, das hat Coca-Cola-Niveau. Ja, also Cola-Aktien oder Cola-Optionen, wenn man sich die jetzt mal anguckt, sind mit 20,7 schon recht hoch. Ja, also die sind hier in den Bereichen ganz weit unten. Wenn man sich das hier anschaut, ist man unter 15%. Da kann man kein Geld verdienen. Und warum nicht? Weil die Prämie, also das, was ich verdiene, wenn ich die Option verkaufe, die wird ja stark durch die Volatilität selbst beeinflusst. Da ist es jetzt erstmal uninteressant, ob die Volatilität im Vergleich zu den letzten 52 Wochen hoch oder niedrig ist. Wenn wir eine niedrige implizite Volatilität haben, ist der Preis, also die Prämie, die wir vereinnahmen durch den Optionsverkauf, natürlich sehr niedrig. Und das hat natürlich zur Folge, wenn ich mir jetzt beispielsweise eine Aktie hole mit einer sehr niedrigen impliziten Volatilität, ja, ich mache das jetzt, ich klicke das mal hier weg, wenn ich mir jetzt da mal eine raussuche und ich nehme mal jetzt die BAT-Aktie hier als Beispiel, und wir haben eine sehr niedrige Volatilität und wollen trotzdem noch ein bisschen Geld verdienen, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als die Optionen näher ans Geld zu setzen. Was heißt näher ans Geld? Ja, näher zu dem aktuellen Kurs. Und je näher wir am aktuellen Kurs sind, umso größer ist natürlich auch das Risiko, ja, auf der Ober- oder auf der Unterseite, wenn ich jetzt mal eine Put-Option hier verkaufe und eine Call da, sowohl als auch ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dann auch hoch, dass wir in die Pflicht kommen. Als Verkäufer von Optionen sind wir Pflichtenträger. Das heißt, wir würden, sobald es für den Käufer Sinn macht, und das ist meistens der Fall, wenn wir dann im Geld sind, also wenn die Strikepreise auch hier touchiert werden, dann kommen wir in die Pflicht. Dann müssen wir bei einer verkauften Call-Option die Aktien zu dem Preis des Strikes abgeben, und bei der Put-Option müssen wir die zum Strikepreis uns ins Depot andienen lassen. Ja, das ist meistens ja nicht gewollt. Also wenn wir jetzt keine Investorenstrategien machen, sondern cash-generierende Strategien, wie ich es immer so schön nenne, also wo wir uns eigentlich nur auf die Prämie fokussieren, dann ist das natürlich weniger schön. Summa summarum wollte ich eigentlich nur damit sagen, dass die implizite Volatilität isoliert trotzdem noch eine Signalgebung hat, nämlich niedrigste implizite Volatilitäten, ungeachtet Kontext 52 Wochen hoch oder niedrig, hat einfach zur Folge, dass wir natürlich auch Strikepreise wählen müssen, näher ans Geld. Jetzt sagt der ein oder andere natürlich auch, ja, aber wenn die Volatilitäten so niedrig sind, dann ist natürlich auch die Chance wahrscheinlich geringer, dass die Aktie stark ausschlägt. Ja, das stimmt, aber wir haben hier zwei Probleme. Das eine Problem ist, die Aktie kann trotzdem nach oben oder nach unten sich bewegen. Und zweitens, jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, wenn die Volatilität nämlich dann steigt, wird es doppelt ungemütlich. Ja, dann sind wir schon auf der einen Seite näher am Geld und auf der anderen Seite profitieren wir im negativen Sinne von dem Anstieg der Volatilität. Also da muss man natürlich auch hier und da aufpassen. Das ist beispielsweise auch der Grund, und ich mache jetzt mal einen Schwenk von Aktie zu ETF. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele ETFs, und da haben wir jetzt hier auch viele Sektoren-ETFs. Die kann man natürlich auch traden. Ja, da sind dann die Energy-Unternehmen dahinter, da sind die Consumer Staples, alles Mögliche findet man als ETF. Nur häufig ist es so, dass die ETFs,
also jetzt hier beispielsweise die Sektoren-ETFs, eine relativ überschaubare implizite Volatilität haben. Ja. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, wenn man jetzt beispielsweise sich einen ETF anschaut, weil man jetzt sagt, ich glaube, die Energies, die werden bald wieder steigen. Ja, Öl ist ja jetzt schon wieder ein bisschen, hat sich ja nach oben bewegt, aber vielleicht ist es noch weiter. Na, jetzt kommt ja auch bald Winter. Und ich glaube auch daran, dass die Energiepreise steigen werden. Da kann man natürlich auf der einen Seite überlegen, in Energy-ETFs reinzugehen. Oder man sucht sich beispielsweise raus, welche Unternehmen stehen eigentlich hinter diesen XLE-ETF. Und wenn man dann beispielsweise die Top-Player raussucht, wird man auch häufig sehen, dass der Kursverlauf des ETFs gleich mit dem des Unternehmens ist. Und wenn wir jetzt zwei gleiche Kurscharts haben, kann man natürlich überlegen, ob es nicht sinnig ist, dieses Underlying zu wählen, welches auch eine höhere implizite Volatilität isoliert betrachtet hat, respektive höhere implizite Volatilität im Kontext der letzten 52 Wochen. Ja, und das ist natürlich eine Möglichkeit, die man hat, was natürlich nicht vergessen werden darf, dass man natürlich dann nur auf ein Pferd und nicht auf mehrere Pferde setzt. Das ist ja das Grundsätzliche, was man als Problem sieht, wenn man auf Aktien einzeln setzt und was natürlich die ganzen ETF-Befürworter für die ETFs immer reden, dass man dann sagt, von wegen mit Cherry-Picking, das bringt sowieso nichts. Und die meisten oder die wenigsten haben eine Depotgröße, dass sie das dann halt so gut diversifizieren können wie mit den ETFs. Aber wir sind ja eigentlich Terminhändler, also Optionshändler. Wir gehen ja eigentlich nur begrenzt in diesen Markt hinein. Und da sollte man sich einfach die wahrscheinlichsten Varianten wählen, ungeachtet davon, ob das jetzt stark diversifiziert ist oder nicht. Long story short, es soll ja auch nicht für lange, sondern nur für kurze Zeiten sein. Und deshalb würde ich mir da auch immer das wählen, was auch die größte Wahrscheinlichkeit hat. Der nächste Punkt ist auch der, der natürlich jetzt wieder für die Earnings, für die Sektoren spricht, ist natürlich, dass man nicht so von den Earnings abhängig ist. Wir haben es ja jetzt gesehen bei den ganzen Earnings in den letzten Tagen, wie kursverändernd abweichende Ergebnisse sein können. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich jetzt ETFs anguckt und der ETF ist jetzt beispielsweise bestehend aus 100 Aktien, aber drei von den 100 haben einen großen Anteil, dann ist das ja natürlich wie bei einem normalen Index. Das wissen wir ja von den Fangaktien, was die halt für eine Bewegung in den Index selbst auslösen können, dass natürlich das Ergebnis, also das negative Ergebnis bei einer Earnings-Überraschung sich auch auf den Preis des ETFs auswirken kann. Also ganz, ganz frei davon ist man natürlich nicht. Gehen wir nochmal kurz zurück zu den Earnings. Das ist ja etwas, was ich immer empfehle. Das ist ja schön von Earnings Whispers. Das gibt es auf Twitter. Da kann man sich das immer anschauen, wann, wo, welche Earnings sind. Nämlich es gibt welche, die vor Börseneröffnung und nach Börsenschließung ihre Earnings Reports kundtun. Und hier sieht man auch schon wieder, heute sind natürlich auch wieder ein paar große Unternehmen dabei. Also PayPal heute Abend, das wird für mich ganz interessant. Ich bin ja jetzt hier nicht so ein Coinbase-Blocked-Mensch. Ne? In Starbucks kann man sich natürlich dann auch nochmal angucken, Mercado Libre. Das sind alles solche Positionen, die sich natürlich auch für einen Optionshandel lohnen. Ja, und da sind wir halt bei den Ideen. Und ich möchte jetzt grundsätzlich keine Programme oder Signaldienste oder Systeme kritisieren, die Ideen liefern. Ja, also Ideen sind immer gut, nur man darf immer etwas nicht vergessen, wenn das System, wenn der Signaldienstanbieter, wenn das Tool nicht mehr da ist, dann steht man genauso schlau da wie vorher auch.
Von daher halte ich es für absolut hilfreich, sich grundsätzlich mit der Materie mal zu beschäftigen, dass man sich nicht komplett abhängig von einem Dienstleister macht. Ja, das ist wichtig. Das ist auch das, was wir beispielsweise in unserem Club machen. Das ist natürlich schön. Wir traden zusammen und da kommt auch das ein oder andere und da kommt auch natürlich die ein oder andere Beschwerde, weil das vielleicht nicht so fluppt, wie man es wünscht. Aber grundsätzlich geht es ja darum, alles, was man macht, erstmal in Frage zu stellen. Ja, in Frage zu stellen, insofern, dass man natürlich sich auch überlegt, was steckt hinter der Idee. Ja, und dass man dann vielleicht die Person, die diese Idee offeriert hat, einfach mal anspricht und fragt. Ich meine, bei mir kann man es im Club halt direkt machen, aber dass man halt sich auch überlegt und dann sagt, okay, ich habe das verstanden und kann das, was ich jetzt verstanden und gelernt habe, auch selber alleine nachhaltig umsetzen. Ja, und da gehen wir einfach mal auf die Punkte. Das, was ich halt immer mache, ist, und das finde ich hier bei Yahoo Finance auch ganz gut, da kann man sich Kalender Earnings, hier oben ist die Adresse, kann man sich das schön angucken und hier kann man den Filter auch noch ein bisschen verkleinern. Das mache ich jetzt auch mal. Ich gehe hier auf Market Cap, ja, die Marktkapitalisierung und ich sage, ich gucke mir nur die Big Player an und dann kann man sich das auch schon mal hier angucken und das ist halt dann auch ganz nett, was man dann hier sieht. Ja, dann sieht man jetzt hier beispielsweise das Qualcomm und auch CVS Health Corporation gestern beide ihre Erwartungen sozusagen übererfüllt haben. Ne? Surprise, das ist hier dann grün. Und dann kann man sich die Titel einfach mal nach und nach angucken und dann sagen, wenn ich jetzt hier so einen Titel habe, nehmen wir mal jetzt hier den hier, dass man sich auch ein bisschen näher damit beschäftigt. Und hier sieht man, wenn man jetzt hier drauf guckt, ne, hat erfüllt, hat nicht erfüllt, ne, rot ist jetzt Mist, hat die Erwartung geschlagen, dass man sich auch die Historie mal ein bisschen anguckt. Man muss jetzt nicht komplett sich mit der Systematik hier auseinandersetzen, aber für mich ist es immer so eine Sache mit fundamental oder nicht, weil ich sage es ganz offen, das, was wir hier an der Börse sehen, ist nicht zwingend der wirkliche Wert des Unternehmens und drauf zu spekulieren, weil der Wert jetzt vielleicht nicht an der Börse gehandelt wird, dass er irgendwann mal so gehandelt werden soll oder wird, ist natürlich mit sehr, sehr viel Hoffnung verbunden. Und ich sag's auch gerne, ne, wenn Buy and Hold zu Buy and Hope wird, dann läuft da was falsch. Ja, also oder mit der Argumentation, es hat sich ja schon immer wieder irgendwie nach oben entwickelt. Nein, das muss man natürlich in Frage stellen. Auf der einen Seite ist die Situation, die sich jetzt hier bei den Earnings ergibt, ist die jetzt marktgetrieben oder ist die durch das Unternehmen getrieben? Ja, wenn jetzt beispielsweise Wirecard von wegen, das war ja stark unternehmensgetrieben, ja, diese Manipulation. Ja, wenn jetzt aber was kommt, dass beispielsweise USA jetzt eine viel größere Besteuerung fürs Unternehmen veranschlagt als beispielsweise geplant, ja, dass das Unternehmen nicht damit rechnen konnte, dann ist das ja auf gut Deutsch keine unternehmensinterne Sache, sondern natürlich dann eher eine exogene, von außen getriebene Störgröße. Ja, und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Und genau das Nächste, was ich sage, weil das ist, womit wir uns ja heute beschäftigen wollen, das, was ich letzte Mal gesagt habe und das, was ich auch an Fragen gestellt bekam, nämlich wie gucke ich mir das an, dass ich mir hier, sind jetzt auch mal ein paar, diese Analyse von den Banken, die Meinungen, ja, wie sieht es gerade aus, ne, sind viele für den Kauf oder eher für den Verkauf, dass man sich die Entwicklung auch mal anschaut und sich ein bisschen mit beschäftigt. Nicht zu viel, besonders nicht, wenn man es Cash generiert macht. Ja, dann sage ich auch von wegen, wenn ich jetzt 30 Tage im Schnitt in dem Unternehmen drin bleibe, dann brauche ich mich jetzt auch nicht 30 Stunden damit beschäftigen. Aber einen kurzen Überblick sollte man sich hiermit auf jeden Fall verschaffen. Ja, das ist ganz wichtig. Flo, du unterbrichst mich, wenn Fragen da sind, ne? Ja, mache ich. Alles gut. Danke. Ja, genau.
Und jetzt gucken wir uns mal den Markt an. Und das ist natürlich etwas, was mich jetzt hier auch immer wieder sehr interessiert. Ich gucke mir als allererstes mal den S&P an, 500 an, und wir sehen, er geht weiter nach unten. Ja, der DAX hat ja schon heute die Nachwehen von der FED-Sitzung gestern gezeigt. Ja, was war denn gestern? Ja, gestern war eigentlich nicht viel. Am Anfang sah es ja positiv aus, weil man gesagt hat, man nimmt das Tempo ein bisschen raus mit den Zinsanpassungen. Aber man sagte auch, dass der Zinsgipfel, also das, bis wohin man gehen möchte mit dem Zins, nach oben revidiert wird. Und das nach oben revidiert ist natürlich eine Sache, die gefällt den wenigsten Unternehmen und den Tech-Unternehmen erst recht nicht, nämlich alle Unternehmen, die ein bisschen mehr Geld sich leihen, müssen dann natürlich auch ein bisschen mehr Geld fürs Leihen sozusagen bezahlen. Und das hat natürlich auch wieder dazu geführt, dass der Kurs sich gestern ordentlich nach unten entwickelt hat. Heute geht es weiter. Für mich ist das jetzt auf jeden Fall eine Signalgebung, dass es das, was man vor wenigen Tagen noch gehofft hat, ich mache mal kurz Chart, was man vor wenigen Tagen noch erhofft hat, ja, dass es jetzt hier noch eine richtig schöne Rallye wird, jetzt erstmal zunichte gemacht wird. Ich gucke mir hierzu, wenn ich mir das jetzt hier angucke, ja, ich habe jetzt hier so einen Indikator und der Indikator basiert auf diesem Subindikator. Man könnte alles auf YouTube angucken, ist einfach in Anführungszeichen auch nachzubauen. Das Erste, was ich dann mache, ist, ich gucke mir an, ob die Farbe der Kerze jetzt grün, weiß oder rot ist. Grün ist bullisch, weiß ist neutral, rot ist bärisch. Und das basiert hier auf den Subindikatoren. Wenn ich mir das hier angucke, ist der MACD, der ist noch knapp. Hier, wenn man das Histogramm guckt, noch knapp im grünen Bereich. Hier die Plus-DIs und Minus-DIs. Da sieht man, Minus-DI hat Oberhand. Also wir sind hier auf jeden Fall eher negativ gestimmt. Der RSI auch. Bei dem Stochastik, da dauert es wohl nicht mehr lang. Was für mich jetzt aber noch interessant ist, und das gucke ich mir auch immer wieder an, das ist der VIX, der Volatilitätsindex, ne, der Angstbarometer. Und Krisenbarometer und wie auch immer genannt wird, ist von bei mir auch ein Panikindikator, ist nicht wirklich nach oben gegangen. Und auch die Volatilität der Volatilität, die hält sich doch wirklich in Grenzen. Ja, also das heißt, man kann es anders sagen, es ist noch ordentlich Luft nach oben auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Es ist eigentlich gar keine wirkliche Panik hier zu erkennen. Und ich gucke mir ja auch immer hier auf Forex Factory in dem Kalender die wirklichen Termine an, ne, also die wichtigen, die roten, die werden hier auch gekennzeichnet, ne, High Impact Expected, dass das halt viel Einfluss hat. Und hier sehen wir zum Beispiel das, was gestern da beschlossen wurde, die Leitzinsanpassung, also wie geforecastet wurde es jetzt um 0,75% nach oben angepasst auf 4, war also keine wirkliche Überraschung. Was jetzt noch interessant wird, das ist der morgige Tag. Da wird ja, glaube ich, auch auf dem Webinar hier bei FX Flat, macht der Hilgard, glaube ich, morgen auch etwas dazu. Da werde ich mal auch reinschauen. Da geht es nämlich um die Arbeitslosen oder den Arbeitsmarktbericht. Ja? Und hier können wir schon mal sagen, das ist das, was jetzt geforecastet ist für morgen. Ja, also ich gucke jetzt erstmal nach morgen, weil morgen ist der wichtige Tag. Das ist um 13.30 Uhr, das heißt eine Stunde vor Börseneröffnung. Also das ist jetzt hier die mitteleuropäische Zeit, ne, 13.30 Uhr. Die Amis, die Amerikaner, die stellen ihre Zeit ja erst am Wochenende, glaube ich, um. Und deshalb eine Stunde später, 14.30 Uhr, fängt der Markt an. So, was ich dann aber hier sagen will, ist, das Problem war ja in den letzten ganzen Konjunkturdaten, Berichten etc., dass alles zu robust war. Ja? Hier will man wirklich schlechte Zahlen sehen, ja? Weil man will auch irgendwie sehen, dass die Zinsanpassungen, die Zinsanhebungen auch einen Effekt haben. Auch wenn Jerome Powell gestern Abend gesagt hat, man kann es schon sehen, aber es dauert auch seine Zeit. Und das, was er ja auch gesagt hat, von wegen, das ändert aber nichts am Plan. Weil wir sind jetzt in Amerika bei 8,3% Inflation und wir wollen auf die 2% zusteuern und das kriegen wir so nicht hin. Das heißt, das, was wir hier morgen sehen müssen,
ist definitiv, wenn es wieder nach oben gehen sollte, etwas unter 205.000. Ja? Ansonsten, wenn es jetzt wirklich wieder zeigt, dass es so viele oder dass die Zahlen zu gut, zu robust sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja immer kleiner, dass die Fed an ihrem Kurs was ändern wird, beziehungsweise vielleicht sogar an dieses Tempo rausnehmen, wieder drosseln wird. Ja, dass die dann sagen werden, von wegen, dass wir müssen doch noch ein bisschen mehr Tempo machen. Wir brauchen jetzt Zahlen von der Wirtschaft, die auch mehr das, was ja gesagt wird, die Rezession anzeigt. Ja, das ist halt ganz wichtig. Wir kommen jetzt aber auch zu der VIX-Terminstrukturkurve. Und was wir jetzt hier sehen können, das sind ja alles die Termine, ja, die wir hier haben. Das kann man ja auch sehen, wann die Futures auslaufen, die Terminstrukturkurve. Und wir sehen jetzt schon hier, es ist minimal höher als hier. Ja, das heißt, grundsätzlich sagt man ja, man hat Panik im Markt, wenn der Frontkontrakt teurer ist als der darauffolgende, dann haben wir nachher sowas hier. Das wäre dann die Backwardation. Es ist momentan noch wirklich nicht viel zu sehen, kann sich jetzt aber entwickeln. Also es steht und fällt wahrscheinlich sehr viel mit dem morgigen Tag. Es ist ja eigentlich ein bisschen traurig, wie viele Millionen Leute oder vielleicht sogar noch wo hunderte Millionen Leute sich die FED-Sitzung auch jetzt schon live angucken, was das für einen Effekt hat, also was das für eine Wichtigkeit hat. Und auch immer mehr Leute beschäftigen sich jetzt mit den ganzen amerikanischen Werten. Hier, ne, Jobs, Job Openings und sowas alles war auch viel zu gut. Ne? Also das sind alles so Punkte hier, das war auch wieder viel zu gut. Die Employment Change von der ADP, das war auch, ne? Also man muss sich einfach dauerhaft mit den Themen auseinandersetzen, damit man auch ungefähr Wahrscheinlichkeiten für sich zunutze machen kann, dass das klappt oder nicht. Nichtsdestotrotz, und da habe ich ja auch schon das ein oder andere Video und auch auf der FX Flat, auf der World of Trading bei FX Flat am Stand, habe ich das ja auch vortragen dürfen, dass es halt dann ganz wichtig ist, dass man sich nicht nur auf eins, sondern auf mehreres konzentriert. Ja. Und das kann man natürlich dann auch mit unterschiedlichsten Möglichkeiten machen, indem man beispielsweise sagt, ja, Amazon gucke ich mir jetzt mal an als Investor, vielleicht kann ich doch die ein oder anderen Positionen kaufen oder mir auch andienen lassen, aber dann, um das im Depot liegen zu lassen. Alles andere halte ich für viel zu viel Hoffnung in der jetzigen Phase und besonders die ganzen Tech-lastigen oder die ganzen Tech-Unternehmen, die auch ein bisschen höher verschuldet sind, kann man sich ja auch alles anschauen. Die müssen sich natürlich auch Gedanken machen, wie sie beispielsweise ihre Finanzierung weiter stemmen können. Ne? Ich sage es aber auch gerne, das war auch während der Corona-Krise so, ich habe immer wieder überrascht, wie viele Unternehmen und auch Kleinunternehmen pleite gingen, weil sie ja vielleicht nur für 6 Monate genug Geld auf der Kasse haben. Ja? Und das muss ich sagen, ist natürlich auch ein bisschen egoistisch von dem Unternehmen, ja, zu sagen, von wegen, wenn mal die Wirtschaft schlecht läuft, jetzt machen wir unsere Taschen auf, ja, jetzt wollen wir Unterstützung haben, weil wir haben so viele Mitarbeiter. Das ist natürlich dann auch eine Frage von dem Management und auch von der Unternehmenskultur, wie man dabei vorgeht. Und deshalb empfehle ich jedem, der sich jetzt von solchen Risiken befreien will, einfach mal sich die Bilanz anzugucken, wie schwachbrüstig ist das Unternehmen aufgestellt. Kann das Unternehmen überhaupt eine Krise meistern ohne Hilfe? Weil wir wissen definitiv eins, Unternehmen, die nach Hilfe schreien, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Und wenn denen jetzt geholfen wird, dann ist das ein Pflaster, die Wunde ist aber auch noch da. Und da muss man natürlich überlegen, ist das langfristig was? Definitiv nicht. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, für uns als Optionshändler ist sowas natürlich möglich. Weil, und da gehe ich jetzt auch wieder hier zurück,
zur Trading View, zur Chartanalyse. Wir können uns natürlich auch mal überlegen, wie wir aus solchen Situationen auch Profit schlagen können. Und wir haben halt die Möglichkeit, dass wir nicht nur auf eine Seite, nämlich auf es geht bergauf, setzen können, sondern wir können natürlich in alle Richtungen traden. Und wir können es sogar so machen, dass wir in keine Richtung traden. Ja, das heißt, von wegen, wir befreien uns von der Richtung des Underlyings. Das können wir mit dem Optionshandel machen. Und jeder, der bei mir oder mich kennt, der weiß, ich bin ein Freund von Options Trad. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich wirklich, also in allen Punkten toll finde. Ja, also ich habe da keine Aktien etc. drin. Das ist jetzt hier nur privat und auch aus der Rückmeldung von vielen Kollegen, dass das ein ganz, ganz tolles Tool ist. Und da kann man sich natürlich auch mal überlegen, was man da machen kann. Wir machen jetzt mal ein Beispiel mit Amazon. Ja, das kann man sich natürlich machen. Thorsten, ich habe vorher eine Frage. Ja. Qualcomm ist heute um ca. 8% abgestürzt. Trotzdem geht die implizierte Vola nicht nach oben, sondern nach unten, nämlich ca. 14%. Normalerweise müsste doch die Vola steigen. Wie ist das zu erklären? Gucken wir mal direkt nach. Ach, Tastatur, falsche Seite. Das gucken wir uns da, analysieren. Ja. Warte mal kurz, Qualcomm. So. Ja, da ist es, das, ja genau. Also das ist auch manchmal so, von wegen, dass die Volatilität vorher schon hoch war und dass es runtergeht. Also es ist nicht immer der gleiche Fall. Das kann man ja hier, kann man das ja auch schön erkennen. Wenn man hier sieht, wo die Vola hier war und wo die Vola da war, das ist das gleiche Spiel. Aber wenn wir jetzt beispielsweise mal in den Option Trader reingehen. So, Listenansicht. Ach Gott, da wird es auch so ausgehen. Jetzt wird die Volatilität nicht angezeigt. Wo habe ich ein anderes Beispiel? Wie Qualcomm? Qualcomm. Thorsten, es kann kurz sein, dass ich einmal ein, zwei Minuten kurz weg bin, aber ich bin sofort gleich wieder da. Ja, mach einfach nicht weiter. Genau. Ich habe jetzt das Problem, dass bei mir die Volatilität hier nicht angezeigt wird auf der linken Seite. Ich mache das mal in meinem anderen Laptop kurz auf. Vielleicht finde ich das hier am besten. Ja, ich kriege das jetzt hier nicht geöffnet. Am besten derjenige, der mich, der die Frage gestellt hat, einfach mal kurz anschreiben, dann schicke ich ihm das zu. Dann kann er nämlich dann die Interpretation da aus der Verteilung etc. kann er sich dann mal anschauen. Das ist halt einfacher von wegen hier beispielsweise bei uns im Club, da haben wir es interaktiv, da kann man miteinander reden, das ist dann halt einfacher. So, jetzt muss ich aber auch hier wieder kurz zurück. Ich habe ja gesagt Amazon. Ach, wieder falsche Tastatur. Ich
Ich bin auf jeden Fall wieder da, also alles gut. Ja, sehr gut. So, und wenn man sich jetzt einfach mal eine Laufzeit nimmt, die vielleicht so um die 44 Tage ist und geht hier ein bisschen runter ins Delta, ja, sagt man mal von wegen, man nimmt mal ein kleineres Delta und hier, dann sieht man ja als allererstes, dass man doch eine ordentliche Chart-Range hat. Ja, das heißt, bis theoretisch, hier ist Laufzeitende am Schluss, hier am 16. Dezember, dass wir hier bis zu 16% wären wir noch im Profit. Ja, wir würden aber normalerweise nie so lange drin bleiben. Ja, das ist nicht das Ziel. Und was man hier halt auch schön erkennen kann, dass man natürlich, wenn die Volatilität abnimmt, schneller im Profit ist. Das ist jetzt das, warum ich gesagt habe, warum ich mir hohe Volatilitäten raussuche. Ja, dass ich dann sage, ich möchte natürlich von der Volatilität profitieren. Jetzt haben wir natürlich das Problem, das können wir hier auch am Graphen sehen. Ich mache mal eine höhere Chart-Range. Denn wenn die Aktie jetzt eher bärisch ist, wäre es vielleicht nicht allzu sinnvoll, ja, das jetzt hier so aufzustellen, was ja schlussendlich eher bullisch ist. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten, die man halt hier machen kann. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, ich gehe hier raus, ja, ich mache das hier jetzt zu einem Call, ja, und setze auf die Gegenseite. Ja, dann sieht man, ja, man profitiert dann auf jeden Fall, wenn es nach unten geht. Das ist natürlich für die bärische Seite ganz gut. Aber man kann natürlich auch die bullische Seite noch dazu nehmen. Dann wären wir, wenn ich jetzt noch mal einen Put verkaufe, und ich hole mir jetzt noch eine gekaufte Put dazu, dann wäre ich ja jetzt beispielsweise bei diesem Iron Condor. Steht ja hier direkt drin. Hier wäre es, oh, hier wurde gerade was verkauft, hier wäre es auf jeden Fall ganz interessant, wenn man glaubt, die Aktie entwickelt sich in diesem Bereich. Und den Bereich, den kann man natürlich je nachdem, wie man es möchte, verschieben. Ja, es muss jetzt nicht sein, dass es jetzt beispielsweise gleichgewichtet ist, sprich hier nach der in die Richtung auf die Oberseite und auf die Unterseite gleich. Hier sehen wir beispielsweise, das ist eher ein wenig bärisch. Ja, das heißt, wir profitieren mehr von dem Rückgang, als dass die Aktie steigt, als wenn die Aktie steigt. Und das kann man natürlich immer wieder schön machen. Und was man auch immer wieder hier machen sollte, ist für all jene, die diese Verlustverrechnung da auf dem Schirm haben müssen, diese komischen 20K, dass man sich natürlich auch anguckt, was bezahlt man für die gekauften Optionen. Ja. Und in vielen Fällen ist es sogar so, wenn die Volatilität recht hoch ist, dass man schnell, selbst wenn die Aktie sich jetzt auf oder abwärts entwickelt, häufig von beiden verkauften Optionen, von der verkauften Put-Option und von der verkauften Call-Option profitiert. Sprich, beide werden dann im Gewinn sein. Ja, obwohl vielleicht die ein oder andere nicht die Richtung logischerweise hat, die man will. Sprich, wenn sich jetzt der Kurs von hier von 90 nach oben entwickelt, müsste ja de facto die 105er Call theoretisch Minus machen, weil eine verkaufte Call-Option ja grundsätzlich mehr von einem Rückgang des Kurses profitiert. Ja, grundsätzlich richtig, aber wenn wir bei einer sehr hohen Vola verkauft haben und die Vola entwickelt sich zurück, hält diese Option sogar diese Kursbewegung aus und profitiert. Und das ist halt auch wirklich schön, weil man relativ früh dann rausgeht. Und viele machen sich das natürlich auch zunutze. Beispielsweise, wenn ich die jetzt hier rausnehme und diese hier auch, die machen dann einen Short Strangle. Ja, ist ja momentan mega modern. Ja, Short Strangle auf IWM oder wie die auch alle heißen. Da versuchen natürlich viele auch schnell, wenn die Zeit, ja, die Laufzeit sehr kurz ist. Und ich mache jetzt mal hier einen. Dann machen wir mal bis morgen, ja, 85 und hier machen wir mal dann 95. Dann sind wir 5 nach oben und 5 nach unten. So.
Und viele sagen dann, das ist jetzt hier nicht viel, hier mache ich jetzt einen Short Swing, ich profitiere sehr stark von dem Zeitwert, ja, das ist ja hier, kann man sehen, von dem Theta. Ja, das heißt, hier haben wir natürlich einen großen Zeitwertverfall auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich zwei Optionen verkauft. Das ist natürlich dann doppelte Power, auch wenn die Vola dann zurückgeht. Deshalb empfiehlt es sich ja auch immer, solche Short Strangles oder auch solche kürzer laufenden bei einer sehr hohen Volatilität dann auch aufzumachen und nicht bei einer niedrigen Volatilität. Also das auch nochmal dazu. Und da wären wir jetzt hier beim Short Strangle, den ich jetzt hier grundsätzlich jetzt nicht empfehle, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn die Aktie unter 85 fällt, kriegen wir sie für 85 angedient. Wenn sie über 95 geht, müssen wir sie für 95 verkaufen. Ja, dann wären wir mit $95 Short im Depot. Muss man natürlich dann auch aufpassen. Was wir hier aber jetzt nochmal angucken können, sind vielleicht interessante Kandidaten. Und da kann ich wieder auf meine Homepage hier verweisen, optionsforwinners.de/topkandidaten. Und da habe ich eine Liste, die ist heute aktualisiert. Und da gibt es bullische und bärische Werte. Und wenn man sich jetzt beispielsweise auch mal Werte angucken möchte, die vielleicht ein bisschen bärisch sind, dann sucht man sich jetzt auch mal welche raus, die eine hohe Volatilität haben. Und das wäre jetzt vielleicht diese hier. Jetzt einfach mal so als Beispiel. Wir können die jetzt mal hier nehmen. Die letzten Earnings, die sind noch nicht lange her. Das ist CTLT, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt kein Wert, den ich jetzt wirklich kenne. Gehen wir einfach mal hier rein. Ja, und die haben jetzt ausnahmsweise mal richtig hier was versaubeutelt. Ne, sieht man, ist auf jeden Fall nicht gut gewesen, also diese Earnings. Und das ist natürlich schon mal gar nicht mal verkehrt für die jetzige Situation. Und gucken wir uns das mal hier an, wie jetzt CTLT jetzt hier ist. Und dann sieht man, die haben schon ordentlich was verloren. Ne? Also da sieht man aber auch jetzt hier laut dem Indikator, wäre man schon seit $103 Short in dem Ding drin. Und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, wenn jetzt die Vola hier so ausgesprochen hoch ist, ja, und wir gucken uns das jetzt hier nochmal an. Ja, das ist die höchste, das ist eine, hier sieht man es, eine mega hohe Volatilität. Und da kann man sich jetzt natürlich überlegen, wie kriege ich jetzt was von der Volatilität ab? Und dann gucken wir uns nochmal an. Gehen wir zurück hier rein. Also, wir sehen, es ist auf jeden Fall ein Kandidat für was Bärisches. CTLT, da ist es. Der nächste Punkt, den müssen wir uns natürlich auch nochmal angucken. Und ich sehe schon, ich glaube, die haben einen ganz, ganz schlechten Spread. Ja, das heißt, das kann man sich hier auch immer schön angucken. Wo ist es jetzt? Listenansicht. Das ist ja jetzt die Optionskette, da wo wir unsere Optionen drin haben. Ja. Ja, da gibt es nicht viele, viele Monate, die getradet werden und man sieht hier auch, es ist, wenn man hier Geld- und Briefkurs sich anschaut, es ist weit auseinander. Es ist zwar theoretisch attraktiver Wert für die Volatilität, aber praktisch leider nicht umzusetzen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, den ich ja eigentlich bei mir in der Top-Kandidatenliste hier drin habe. Das sind nämlich hier die Auswahlkriterien, das ist das Volumen. Eigentlich ist das Volumen hoch, aber das heißt nicht immer, dass man das auch dann hier hinbekommt. Deshalb, ich empfehle immer auch Werte, die man vielleicht kennt. Können wir uns mal machen. Hier haben wir mal wieder einen China-Wert, das ist JD.com. Die sind am 23.08. Das heißt, die Earnings, die werden bald wieder sein. Gucken wir uns das mal kurz hier an. Ja, sieht rot aus. Hier sind die Earnings, das ist schon in 2 Wochen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so hilfreich. VFC können wir noch nehmen. Alibaba ist auch schon wieder bald. Microsoft ist jetzt nicht allzu hoch, aber wir könnten uns Microsoft mal angucken. Ja, und Amazon.
Ja, gucken wir uns noch mal kurz hier an. So, schon ein paar Linien eingezeichnet gehabt. Ist auf jeden Fall eher bärisch, können wir uns mal gucken. Hier könnte man, ja, also hier möchte ich am Graphen kurz zeigen, wie man sieht, es ist mehr auf bärisch getrimmt. Ja, das sieht man natürlich hier auch und dass hier unten die Verluste dann auch begrenzt sind. Und die sind jetzt hier auch begrenzt durch dieses Bull-Put-Spread. Ja, ne, durch diesen Spread ist man natürlich dann auch begrenzt. Und wenn wir uns dann mal eine längere Laufzeit nehmen, das sind dann halt die 44 Tage. So. Das heißt, hier wäre der Entwickler, der Raum, wo sich die Aktie entwickeln könnte. Das wäre zwischen den 73,55 auf der Unterseite der Break-Even und der 111 auf der Oberseite. Jetzt ist man natürlich hier auf der Oberseite nackt. Ich würde wieder tendieren, eher zu einem Iron Condor. Und selbst wenn man da oben weit weg noch eine Call-Option kauft, die kostet 27 Cent, also 27 Dollar. Das würde ich dann eher machen und dann hätte man jetzt für 44 Tage 118 Dollar verdient. Vereinnahmt hätte hier einen theoretischen Maximalverlust von 882, das sind ja die 1000, also die 10 hier auf der Seite mal 100 sind 1000, abzüglich der vereinnahmten Prämie von 118 wären wir dabei 882. Und das kann man natürlich, wie man möchte, kann man sich das natürlich noch ein bisschen anders anpassen. Ja, wenn man sagt, hier auf der Unterseite ist mir das doch ein bisschen lieber, wenn ich da einen kleineren Bereich habe, dann gehe ich halt hier runter oder ich mache es andersrum, ich hole die 65 auf 70 hoch. Dann hätte man natürlich das auch, weil man auf der Oberseite, da geht man jetzt eh nicht davon aus, dass jetzt eine Jahresendrallye kommt und dass jetzt hier 1000 verschiedene Möglichkeiten eruiert werden, dass das Unternehmen viel besser wird. Ansonsten kann man das natürlich auch so machen, dass man da auf der Oberseite ein bisschen passiver ist. Und dann würde man jetzt hier in 44 Tagen 70 Dollar verdienen. Auf der Unterseite hat man 428 Dollar Risiko und auf der Oberseite 928 Dollar. Das würde ich dann beispielsweise so machen. Sind da zwischendurch noch Fragen? Ich glaube, das nächste, was reinkam, hatte sich erledigt, weil du das erklärt hast. Von daher, da ist jetzt nichts dazu noch reingekommen. Okay. Nichts dazu noch reingekommen. Genau, dann gucke ich mal, wo wir jetzt stehen. So, der SPX, den sieht man hier, der hat sich ja wieder halbwegs gut entwickelt. Ja, was ist gut entwickelt, aber 0,92%. Es ist ein Hin und Her. Man muss hier wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig sein. Ja, also anders kann man es nicht sagen. Es ist jeden Tag wieder interessant, was hier alles passieren kann. Deshalb meine Empfehlung, immer irgendwie abgesichert. Man weiß nicht, wie es momentan geht. Ich habe das, ich weiß nicht, ob ich es mit dir oder mit dem Steffen besprochen habe, Flo. Ich wollte ja auch mal diese Income-Strategien da besprechen. Vielleicht machen wir das nächste Mal, wo man halt dann regelmäßig auf den SPX oder auf den ES, das ist ja der Mini-Future, dann Optionen schreibt und dass man die dann halt auch nachverfolgt, weil das Wesentliche ist ja nicht die Ideenfindung und ein Trade eröffnen, sondern das Wesentliche ist eigentlich, wie gehe ich nach dem Trade mit dem Trade um, wenn es mal gegen mich läuft. Das ist ja eigentlich das größte Problem, was die meisten haben. Ja.
wenn das Unternehmen beispielsweise dann doch andere Zahlen bringt, als man erwartet, oder es kommt wie bei FedEx eine Gewinnwarnung schon vor den Earnings, wo es dann richtig abschmiert, ne, was mache ich dann? Ne? Wann reiße ich sozusagen oder wann sage ich, von wegen ich gehe komplett raus und wie lange beziehungsweise wann rolle ich? Ne? Genau. Ja, also von meiner Seite war es das jetzt. Okay, alles klar. Gut, jetzt kam gerade noch die Frage rein, was für ein Chart benutzt. Aber gut, du hast Options Trade, Trading View, ne, und gegebenenfalls noch natürlich die TWS. Und dann kam, kann XPS statt SPY genutzt werden? Kam auf jeden Fall. Kann man auch nutzen. Ja, der SPY, der SPY ist halt ein ETF. Der XSP ist ein Index. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Also bei dem SPY kriegt man ja im Zweifelsfall, also wenn man jetzt eine Put verkauft, die ETFs ins Depot. Und bei dem anderen ist es ja, glaube ich, dann ein Cash Settlement. Das ist ja genauso bei dem SPX. Also ich trade beispielsweise auch immer gerne den SPX. Und warum? Weil ich dann halt Cash gesettelt werde. Ja, das heißt, da kommt es zu einem Barausgleich. Muss man natürlich auch wissen. Ja, also das heißt, man kann es jetzt nicht sagen, ach komm, wenn es mal schief läuft, lasse ich es mir andienen. Das geht dann nicht. Das ist wichtig zu wissen. Okay. Als Rückmeldung noch, Spreads wären wirklich interessant. Ja, mhm. Da weißt du. Können wir ja dann demnächst machen. Ja. Gut. Oder hat jemand noch eine Frage? Soll ich noch einen Iron Condor mal zeigen, wie ich den technisch in der TWS aufsetze? Das geht natürlich auch immer. Ja, dann machen wir das doch mal. Da komm schon, gerne, ja. Pass mal auf. So. Es gibt verschiedenste Wege, wie ich natürlich zum Option Trader komme. Also ich kann hier drüber gehen oder ich kann auch mit der rechten Maustaste den Option Trader öffnen, jetzt im neuen Fenster. Ja. Und das jetzt über das klassische Trading. Ja, ne? Also es gibt ja auch das Mosaik, das ist was anderes. Dann haben wir hier den Option Trader, hier haben wir die Registeransicht. Das heißt, hier haben wir wirklich Registerkarten. Und mehr heißt, wir können natürlich noch weiter in der Zukunft welche aussuchen. Wenn ich die wöchentlichen rausnehme, ja, dann sehe ich nur noch in Anführungszeichen die normal. Ja, wenn ich jetzt aber die wöchentlichen auch traden möchte, da sieht man noch das rote W, kann ich das natürlich auch machen. Die zweite Möglichkeit, die man hier hat, man kann sich auch die Listenansicht hier anzeigen lassen. Warum klappt das jetzt nicht? Vorführeffekt. Normalerweise geht das. Ja. Aber wir sind jetzt bei der Registeransicht. Das ist auch die ich nutze. Dann haben wir hier den Strategy Builder. Also die Listenansicht, die nutze ich normalerweise, um das mal kurz zu sagen. Das ärgert mich jetzt doch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht warum. Eine Sekunde. Hast du eine Idee, Flo? Das sieht, der Option Trader ist ein bisschen abgeschnitten. Ich kann oben links zum Beispiel das Instrument nicht richtig sehen. Ah, okay. Dann wird das wahrscheinlich damit was. So, jetzt kann man es sehen. Das waren zu viele, die ich hier hatte in der Liste. So, und jetzt kann man das hier auch einzeln in der Liste, kann man sich hier angucken. Da hat man hier die verschiedensten Laufzeiten hier zur Auswahl in der Liste. Und warum ist das hier für mich interessant? Ich gucke es mir hier an für die Volatilitäten, mal wieder Volatilitäten. Ja? Und hier sieht man ja auch, es gibt verschiedenste IVs auf die verschiedensten Laufzeiten. Ja, und der ein oder andere, der auch Earnings tradet, der kennt sich ja auch damit aus. Nur das wollte ich jetzt zeigen, das ist die Listenansicht. Aber ich gehe normalerweise in die Registeransicht und dann suche ich mir als allererstes
die passende Laufzeit aus. Wir haben ja gerade gesagt, wir nehmen 43 Tage. Der nächste Punkt, den ich dann ansteuere, ist der Strategy Builder. Das heißt, ich gehe hier auf den Strategy Builder und suche mir, hier ist die Put-Seite, hier ist die Call-Seite, jetzt erstmal die verkaufte Put-Option aus. Ich habe ja jetzt hier gesagt 75,70, nehme ich auf der Unterseite. Also gehe ich hier auf 75, ja, die haben so krumme Zahlen, das ist, glaube ich, durch die Umrechnung, als die gesplittet wurden. Ich gehe zuerst auf die 75. Bei Amazon muss ich das machen. Ja, immer richtige Werte, das ist wichtig. Gehen wir auf 75. Strategy Builder anklicken. Und dann habe ich die Put verkauft. Das ist die verkaufte Put-Option. Kann man auch hier sehen. Verkauf. Und jetzt habe ich gesagt, ich kaufe bei 70 eine. Klicke ich hier drauf. Kaufen. Das ist hier gekauft. Beides gleiche Laufzeit. Auf der Oberseite haben wir gesagt 115, 125. Call-Seite 115. Sell verkaufen. Steht hier. Verkauf, Call. Und dann haben wir gesagt, hier nehmen wir 10 Abstand, 125. Nehme ich hier drauf bei. So, und jetzt ist natürlich die Frage, hat man die Marktdaten-Abos oder nicht? Ich habe sie, das erkennt man daran, hier ist alles grün und rot, also die Preise, die sind jetzt hier auch live. Und dann sucht man sich natürlich immer einen Preis. Und das, was ich empfehle, fangt immer oben an. Immer oben anfangen, dann könnt ihr auf Übermitteln gehen. Und dann ist es auch schon getan. Und dann wartet ihr ein bisschen und dann wird hoffentlich dann auch der Kurs gefüllt, ja, also dass die Order dann auch ausgeführt wird. Und dann habt ihr halt auch einen Iron Condor hier auf dem Amazon. Und hier, was man hier halt schön machen kann, ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Bezahl, man kann sich auch kostenfrei anmelden, bei der kostenpflichtigen kann man das hier auch schön abspeichern und dann kann man das hier auch schreiben, weiß ich nicht, Webinar FX Flat, ne, 3.11. FY Flat, oder ist ja, das nicht? Ich habe euch gerade umfühlt. So, Safe Trade, ja, so, müsst ihr jetzt euren Namen ändern. Nee, habe ich korrigiert. FX Flat, und dann hat man das hier. Und das Schöne ist, das kann ich noch mal kurz sagen, die ganzen Safe Trades, die kann man sich dann hier auch anschauen. Ja, die kann man sich dann auch anschauen. Und die Lichtaktiven, die auf, ne, kann man hier alles sich dann angucken. Das ist natürlich ganz hilfreich. Ja, und das war jetzt sozusagen mal im Schnellgang ein Iron Condor sozusagen hier im Strategy Builder bei Option Trader. Genau. Alright. Okidoki. Das war natürlich immer super. Gerade immer so nochmal in der Praxis, da freuen sich die Teilnehmer besonders drüber. Von daher, ich mich natürlich auch, ne, weil immer Praxis ist immer gut, auch für die Aufzeichnung und sowas. Von daher super und vielen lieben Dank. Gut, dann sage ich danke, Thorsten, für das schöne Webinar und die tollen Beispiele. Natürlich auch Dank an die Teilnehmer, dass sie das doch geschafft haben, eine Stunde früher reinzukommen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Das nächste Webinar mit Thorsten ist dann wieder 15.30 Uhr. Wie gesagt, das war jetzt nur die eine Woche jetzt hier, wegen der Zeitumstellung, weil die Amis ja ein bisschen anders die Zeit umstellen als wir. Ja, das passiert ja nicht gleichzeitig. Von daher sage ich Dankeschön. Wünsche noch allen, die morgen vielleicht die NFPs, wie der Thorsten schon angekündigt hat, nicht mehr dabei sind, schon mal ein schönes Wochenende. Wie immer, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und natürlich immer die Position im Auge behalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, ciao, ciao.